Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu The Infected. Ja, auf unserem neuen Balkon. Ja, schöne Sache. Ja, man schläft hier wirklich wunderbar draußen bei der frischen Luft. Überdacht. Man wird nicht nass. Ganz, ganz toll. Ja, gut, lasst uns anfangen. Womit fangen wir an am besten? Ja, nochmal mit der Küche. Ne, so sieht sie jetzt aus. Nochmal bei Tageslicht. Also ist wirklich toll geworden, finde ich. Ja, wir werden dann hier noch vielleicht noch eine Kiste mit drauf tun und dann ist es das aber auch hier für die Ecke und ich denke, das sieht ganz vernünftig aus. So, das wird hier zu der Sicherungskasteneckenbereich werden. Ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Eventuell werde ich hier in zwei Längsstapeln die Batterien nach oben stapeln. Das wäre eigentlich ein sehr guter Platz, würde zur, zur Sicherungsecke passen. Eine Möglichkeit wäre auch, die Batterien hier drunter zu lagern und dann hier rauszukommen. Ja, das habe ich jetzt erstmal so hier hingeräumt, die zwei Sachen. Erstmal, dass die ein bisschen stehen. Dann habe ich hier, seht ihr ja, die hat man ja letztens auch schon hingestellt, habe ich das jetzt hier gemacht und ich habe schon zwei Kupferabteile rübergeholt. Ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich noch einen Kupferbereich machen. Na, und von den anderen Sachen wird es dann auch immer vier geben, dass wir dann immer genug haben. Dann habe ich hier drüben schon was angefangen. Und zwar unsere Schmiedeecke wird es. Ja, irgendwie so. Und ja, ich würde sagen, können wir das rausnehmen? Ja, das hat sogar gepasst. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ich tue das gleich mal wieder hier rein, dass das weiter brutzeln kann. Und jo, dann sind die drei Öfen auch schon rübergeräumt. Und können hier in Ruhe vor sich hin brutzeln. Ja, ich weiß noch nicht genau. Dann kommen hier vielleicht noch ein, zwei Kisten oder irgendwas hin. Mal gucken, was wir brauchen. Eventuell, ja, oder Kisten hier oben drauf. Oder hier solche Fackeln hier oben drauf. Ne, ihr wisst schon. So in der Art wird das wären. Ja, das nimmt mir ziemlich viel Platz weg. Eigentlich so richtig zufrieden bin ich nicht, aber was willst du machen? Das kann erstmal so bleiben und das ist erstmal das, was es so ist. Ja, unser Bett steht da oben und auf jeder Kiste, Etage habe ich jetzt noch eine Kiste für die Beleuchtung. Das werden wir demnächst mal in Angriff nehmen. Unser Gewächshaus müsste auch schön gewachsen sein jetzt in den letzten Stunden. Und ja, es läuft irgendwie, läuft's. Ne, es läuft halt. Ich habe hier schon mal eine Kiste weggeräumt und auch hier habe ich eine neue dazu getan. Das können wir mal raus tun, denke ich. Achso, deswegen hatte ich es reingetan. Haha. Na gut, dann ist es so. Halt, das können wir mal rüber tun. Du sollst das rüber tun, habe ich gesagt. Hallo. So. Die Glasdinge hätte ich mal raus tun können. Das wäre eine Idee gewesen. Aber gut, ich habe es euch jetzt gezeigt. Dann ist das natürlich erstmal wichtiger. Ein bisschen Slalom hier, aber gut. Läuft. Gut, dann haben wir schon mal das wieder draußen. Es sind 30 Kilo weniger. Das heißt, wir können 30, 35 Sand extra aufnehmen. Ansonsten, unseren Charakter geht es soweit ganz gut. Na, es kam die Frage auf, wie tue ich denn, wenn ich gestorben bin? Man stirbt ja jetzt nicht mehr so wie in dem anderen Bereich, sondern wenn man jetzt stirbt, verliert man ja bloß einen Lebenspunkt. Das heißt, ihr geht von 100 auf 99 herunter. Und ihr könnt auch, wenn ihr bei mir jetzt mal schaut, wen das interessiert, wir sind bei 106, also wir haben das hochgelevelt und hinten dieser runde Kreis gibt immer an, wie lange es noch dauert, bis ihr zum Beispiel beim Leben oben, der rote Balken, brauchen wir nochmal ein halbes, ja was auch immer, um auf 107 zu steigen. Ne? Und wir haben verschiedene Essensrationen, ich kann das auch nochmal zeigen, das machen wir gleich nochmal. Es gibt verschiedene Essen, ob ihr jetzt eine Konservendose oder irgendwas habt oder anderes Zeug. Zum Beispiel machen wir mal eine Konservendose und da seht ihr unten das Gelbe. Na, bei maximale Gesundheit, maximale Sonnenwiderstand, das ist das, wo es steigt. Um 0,05 beim Leben und beim Sonnenwiderstand. Na, das ist das Entscheidende, wo ihr hinten euer Leben, euren Sonnenschutz, euer Ausdauer als auch euer Trinkbedarf oder Trinkvolumen, was ihr aufnehmen könnt, steigert. Ne? Das, wie gesagt, die 0,05 ist jetzt nicht viel, aber wenn wir zum Beispiel mal hier hingehen, das sind die anfänglichen, die bringen natürlich gar nichts. Aber unsere Ration zum Beispiel, die bringen ein halbes Leben. Das ist doch super, oder? Wenn man das nimmt. Dazu noch ein halbes Ausdauer, ein Viertel Durst und 0,1 Sonnenwiderstand. Also wenn wir das machen, dann, so wie ich das sehe, steigt alles außer die Ausdauer, würde nach oben steigen um einen Punkt. Und ja, es ist jetzt schade, das eigentlich zu nehmen, weil unsere Werte eigentlich top sind.
Selbst die Energie geht um 25 nach oben und alles andere um 100. Durst geht um 25 nach oben und die Gesundheit auch um 50. Ist ein bisschen schade, das vielleicht jetzt zu nehmen. Wiegt allerdings, also jedes wiegt ein Kilo, ne? Aber ist trotzdem okay. Aber ich würde sagen, wir können vielleicht mal sowas essen. Kriegt man hier ein bisschen Platz rein. Und ja, das ist es erstmal fürs Verständnis, wie man hinten seine Daten oder Werte leveln kann. Ne? Weil das, wie gesagt, aufkam, dachte ich mir, ich zeig's mal. Und damit sollte das beantwortet sein. Nun müsst ihr es euch bloß noch anschauen. Ich hoffe, dass ihr die Folge hier schaut. Und dann habt ihr es. Gut. Ja. So, machen wir mal das noch schnell. Wunderbar. Wo ist der Ausgang hier? Ja, ich weiß noch nicht genau, wie lange oder wie viele Folgen es hier im Endeffekt wären. Ich gehe mal davon aus, wir haben hier noch ein paar Folgen zu tun. Mit Einrichten, das hier fertig bauen. Ich schätze mal 1, 2, 3, vielleicht 5 bis 10 Folgen sind es Minimum noch. Minimum. Na, also ich will jetzt nicht zu früh hier die Flinte ins Korn werfen. Ich würde auch gerne nochmal eine Folge für die Schafe aufwenden, dass wir nochmal Schafe jagen. Obwohl wir das schon gemacht haben, würde ich es trotzdem gerne nochmal tun. Und ich springe mal hier drüber. Hui. So, einmal hier hin. Das haben wir schon genommen, ja. Dann können wir mal, ich glaube, die Eisenstücken hier raus tun. Ja. Genau, da haben wir nämlich jetzt fast alle aufgenommen, ist kein Problem. Also ich bin ganz ehrlich überzeugt, wir werden nicht alle brauchen. Definitiv nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Aber so ist es halt. Und jetzt, wie viel haben wir? Ja, jetzt kann ich die mitnehmen. Das reicht auf jeden Fall. Und da haben wir nämlich das auch dann schon erledigt. Und ihr seht auch, wir werden gleich nochmal rübergehen. Ich weiß gar nicht, waren wir jetzt schon drüben? Ne, wir waren noch nicht drüben. Könnt ihr euch das, habe ich auch ein paar Ziegel nochmal gemacht. Könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Denn wir haben nämlich jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Gib mal her, hier. Ja. Denn wir haben nämlich jetzt hier schon, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach so, ich brauche Kupfer. Ich habe kein Kupfer mehr, ne? Das ist ja ein Ding. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist der Faden weg. Das ist natürlich schlecht, wenn der Faden weg ist. Der Faden ist weg. Wahnsinn. Ja. Ich glaube, so bringt das hier reichlich wenig. Ich muss das nochmal unten ausladen. Jetzt war der Faden weg. Was wollte ich denn sagen? Folgen und ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade einen Faden verloren. Tut mir leid. Auf jeden Fall werden wir auf alle Fälle natürlich draußen die Barrikaden machen. Wir werden das ganze Gebäude aufwerten, so wie es zum maximalen Punkt geht, sage ich mal. Das heißt also mit Ziegeln, mit Zement, mit den restlichen Glaselementen, die wir noch brauchen. Wir werden das Tor, also hier die Zäune werden wir aufwerten, ganz klar. Werden wir natürlich auch mit Stahl machen. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch aufzuwerten gehen oder ob wir da schon das Maximum erreicht haben. Aber das können wir, glaube ich, gleich mal testen. Habe ich noch die Verbesserung? Die Verbesserung habe ich dabei. Dann schauen wir mal, ob auch was bei den Spikes geht. Nee, da sind wir am Ende. Okay, aber ist kein Problem. Ne? Wir haben ja hier schon 400 und dann kommen wir hier auf 2500 und dann können die von mir erst klopfen, bis die schwarz werden. Ja, dann ist das so. Ja, hier muss ich nochmal schauen, ob man hier vielleicht noch einen Übergang oder irgendwas machen. Ich weiß es noch nicht. Aber auch nichts auf Krampf. Ne? Gut, wir brauchen auf alle Fälle wieder Blei und wir brauchen Eisen. Ich werde aber als erstes mal hier ein bisschen... Nimmst du das nicht? Ach, weil wir hier in dem Modus sind, okay. So, muss ich nochmal schauen. Wir haben jetzt alles belegt. Gut. So. Das sollte reichen. Gut, dann können wir gerne hier nochmal das zurücktun. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Und zwar den hier. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, wir brauchen Blei. Wir werden das oben noch schön einrichten. Ich, wie gesagt, so ein paar Vorleger oder so, das werde ich dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, das werde ich dann mal mit dem Tool machen, beziehungsweise mit dem Modus, wo wir frei bauen können, dass wir da uns wenigstens ein paar Teppiche oder sowas machen können. Ne? Weil, ihr habt es ja gesehen, das ist wirklich
arg wenig, was man an an Schafen findet. Und ja, das muss ja dann auch nicht sein, ne? Wir müssen ja, wie gesagt, wir müssen nichts auf Krampf machen, aber irgendwann wollen wir ja mal fertig werden. Und deswegen, ich schätze ich mal, also 5 Folgen, das ist auf alle Fälle zu wenig. Also 10, 15 werden es bestimmt noch werden. Je nachdem, wie schnell wir halt vorankommen. Und dann ist es das halt. So, aber bevor wir hier lange rummachen, fahre ich mal hier rüber. Denn ich glaube, wir brauchen ein bisschen Blei. Ja. Wir haben ja noch das Blei eigentlich, was wir eingeschmolzen haben. Nur das können wir dafür eben nicht verwenden. Wir brauchen eben Bleibrocken. Momentan haben wir wirklich viel Eisenerzbrocken rumliegen. Dass uns wirklich nur das Blei fehlt. Ja. Und können wir noch ein bisschen Kupfer holen, denn wir brauchen nämlich auch Schrauben. Und seht ihr, ich glaube, das war irgendwie da. Oh wow, was machst du hier? Ja. Gut. Ich gehe mal ganz kurz hier raus, mit die Melone schnappen. Wenn die noch da ist. Ja, ist sie. Da vorne ist noch eine. Ist ja genial. So, ja, dann machen wir das mal schnell. Tun wir die schnell verschnabulieren hier. Bringt uns Flüssigkeit und Energie und ein paar andere Werte. Lecker. Lecker. So, ja, hier sieht es ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Wir haben das ja alles mal weggehackt, dass wir hier besser durchkommen. Aber, ja, es ist halt wie es ist, ne? So, ich glaube, davon brauchen wir auch mal wieder ein bisschen was. Haben wir jetzt in letzter Zeit ziemlich viel mit rausgegeben. Aber gut, dafür ist es ja da. So. Ja, auch die Kisten vom LKW habe ich hinten... Das ist schon immer so massiv? Oder hat sich das verändert? Oh, hier hängt einer in der Luft. Auch nicht schlecht. Kreuz. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Das war doch nicht schon immer so, oder? Na, ich weiß nicht. Gut, würde ich sagen, ich nehme mal hier alles. Ja. Das füllen wir gleich mal hier rein. Dann haben wir das nämlich drin. Ne? So, wunderbar. So, dann nehmen wir die nächste Kiste. Ja, ich habe hier mal ein bisschen die Kisten weggemacht. Ne? Die habe ich gebraucht. Und... Hallo? Ah, die ist auch noch voll. Ach, die haben wir gar nicht. Ach, hey. Hier haben wir da Glas drin. Das habe ich wohl mal in der Not, habe ich das wohl mal abgeworfen. Okay, dann ist das so. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Gut, dann ist das so. Dann hätte man gar nicht hier wirklich fahren brauchen wegen Kupfer, aber wir haben auf alle Fälle jetzt so viel Kupfer, dass wir ganz beruhigt fertig bauen können mit den Schrauben. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich der Eingang der Höhle irgendwie gerade verändert hat, irgendwie. Vorstellen, dass das ein bisschen anders eigentlich war, aber egal. So. Ja, ansonsten ist es schon ein geiles Spiel, kann man nicht anders sagen. Man kann hier wirklich einiges machen, aber so ein direktes Ziel fehlt halt trotzdem irgendwie, ne? Aber vielleicht soll es auch kein direktes Ziel geben. Das weiß man ja auch nicht so richtig. Ne, der Story, die, wie das Spiel beschrieben wird, hat es ja in Anfängen etwas zu tun. Aber naja, ihr wisst, wie ich es meine, denke ich. So, wir gucken mal hier, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Viel haben wir ja nicht. Na, ich habe mal so Pi mal Daumen hochgerechnet. Wir werden so bestimmt 100 Metall, also Eisen, Stahl, hier Stahlteile brauchen hier für den Zaun. Und für oben, ja, ich denke, da ist es nicht mehr so viel. Also rein theoretisch bräuchte man wahrscheinlich gar nicht so viel. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt hier noch zusammenkriegen in den nächsten 5 Minuten.
Schauen wir hier nochmal um die Ecke. Da ist ein Skorpi. So, hier ist nichts. Gehen wir hier lang. Schauen wir hier nochmal. Da ist auch nichts. Da würde ich sagen, laden wir das aus. Und damit hat sich das auch gegessen. So, gut, dann machen wir los. Ein bisschen Blei haben wir ja. Und dann können wir ja ein bisschen was machen. So würde ich sagen, ich baue oben ein bisschen weiter. Glas haben wir jetzt doch reichlich. Ja, das Hühnchen gackert schon die ganze Zeit hier rum, aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht. Und naja, dann ist es mir eigentlich auch egal. Wir haben noch genug von den Eiern da. Wir haben auch noch Leber und alles da. Also ist alles kein Problem. So, das haben wir drin. Das würde ich mal mitnehmen. Wie sieht es denn aus mit Laufen? Ja, ein bisschen schlecht, ne? Ich mach das mal so, dann können wir zumindest rennen. Sehr gut. Okay, wo muss ich hin? Darüber. So, werfen wir mal ein bisschen Kupfer hier rein. So. Ah, jetzt weiß ich, wo ich den Amboss hin tun muss. Siehst du? Das macht Sinn. Aber so merkt man es dann, ne? So, da tue ich den mal hier hin. Ne? Nein! Oh, ist nicht dein Ernst. Komm her. So. Hä? Willst du mich veralbern? Der lässt sich nicht versetzen. Verstehe ich nicht. Eh, Amboss bauen. Was ist denn das für ein Bug? Weißt du was? Dann ist es mir egal. Dann machen wir das anders. Dann baue ich hier drüben einen neuen. Ist überhaupt kein Problem. Da mache ich gar nicht lange rum. So, platzieren. Hier, Amboss. Wir brauchen noch 4 Bretter und 3 Eisenbahnen. Was haben wir hier drin? Das ist kein Eisen. Ich bräuchte dringend hier Kisten. Stelle ich gerade mal so fest. Ja, tut mir leid, aber... Das war gerade keine gute Idee. So, ich nehme mal hier die Kiste mit, dann können wir das nämlich für solche Aktionen mal schnell einlagern. Ja. Mal schnell gedreht hier. Sehr gut. So, wunderbar. Okay. Gut, was brauchte ich? Bretter und Eisenbarren brauchte ich, glaube ich, ne? Weiß jetzt nicht wie viel. Ich habe jetzt mir 4 Stück genommen. Und dann schauen wir weiter. So, wunderbar. Okay. Halt, das war's falsch. Gut, dann machen wir das mal schnell hier. 1, 2, 3. Jetzt ist die Frage, wo haben wir die anderen? Bin ich gerade ein bisschen überfragt, wo ich die hingetan habe. Weiß ich nicht mehr. Eisen. Hat man, glaube ich, hier in der Kiste. Ne, das ist noch drüben. Ne, doch, hier ist es. Wie viel haben wir denn? 3, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Na, dann sind das wenigstens schon mal 10 Stück. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Superzahl heißt 9.
So, machen wir hier einen neuen auf. So. Falsch, hat er sie nicht genommen. Okay. So, gut. Dann haben wir schon mal das. Mal hier in die Küche den hier abgeben. Wollen wir mal Hände waschen? Brauchen wir nicht. Gut. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Den Eisenbahn, den kann ich noch zurücktun. So, ich nehme die Kiste hier, diese hier, die will ich mitnehmen. Die nehme ich nochmal mit rüber zur Mühle. Dann können wir. So. Das läuft. Gut, dann klicke ich mal hier rein. Sehr gut. So, wir gehen mal hier hoch. Wir haben hier auf alle Fälle ja noch ein bisschen Zeug, ne? Genau. So, die nehme ich schon mal mit rüber. Einfach mal, weil wir es können. So, das würde ich mal hier raus tun. Das tue ich auch mal raus. So, dann können wir das mal hier hinmachen. Wir sind schon wieder müde, oder? Das ist ja ein Ding. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal hier weiter. Wenn wir schon Stahl dabei haben. Achso, ich brauche das Werkzeug. Habe ich nicht, ne? Nee, habe ich nicht. Das haben wir hier. Welches brauchte ich? Das Verbesserungswerkzeug? Wäre das, ne? Das andere war zum Reparieren, genau. Ja, dann machen wir das doch mal so, ne? Schön. Dann haben wir nämlich das, den Eisenstahl, den wir dabei haben. Oder Stahlborn. Da sind die nämlich gleich mal weg. Ne? So, die lassen wir mal. Was habe ich denn jetzt noch hier dran? Das habe ich noch dran. Was haben wir hier drin? Da, Wahnsinn, was wir an Ressourcen dabei haben. Echt der Hammer. Okay, wir gehen mal hoch. Ich schau mal, wir haben das dabei. So. So, wir machen mal ganz kurz ein klitzekleines Schläfchen. Dass der sich hier nicht so schlecht fühlt. Dann ist es vielleicht dunkel, aber dann ist es so. Okay, unsere Energie ist wieder oben. So, das war alles in Ordnung jetzt, ja. Ist auch was drin? Ja. Sehr gut. So, was fehlt uns denn? Irgendwie alles. Kein Problem. Kupfer, 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 Kupfer. Ich hole mir erstmal ein bisschen Kupfer. Da jagt man nämlich mal was durch und dann haben wir, glaube ich, hoffentlich auch genug. So, einmal ein paar Schrauben. Ich komme gleich wieder. Wir holen noch mal ein bisschen Kupfer. Da war es wirklich der Stein, ne? Da zu viel war. Hammer. So, sehr
Quatsch, das nehmen wir alles mit hier. So, ich gehe derweil mal hoch, wir machen noch eine Runde oben. Und dann kommen wir unserem Ziel ja immer näher. Schrauben, nein, Schrauben. Stück nochmal. Dann halt. Ja, das eine wollte ich jetzt nicht noch hoffen. Ne? So, wie sieht's aus? Ja, fast. Können wir das auch noch abwarten? So, wunderbar. Weitere 20 Stück, das heißt, wir haben weitere 200 Schrauben. Sehr gut. So, was habe ich an Glas dabei? Noch ein bisschen was. Dann nehmen wir oben ein bisschen noch Stahl auf und dann bauen wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegt man das Dach zu, ich glaube es aber nicht. Ich glaube es nicht. So, schon mal hier rein. Ja, es nimmt Form an. Ja, polieren möchte ich das Glas nicht, definitiv nicht, aber das wird schon. Wäre irgendwie cool, wenn man die Taste gedrückt halten könnte und dann bildet das auf, so wie bei Grounded, finde ich eine echt schöne Sache. So, da haben wir schon mal das. Hier fehlt uns jetzt ein Glasfundament, dann machen wir das mal so rein, sehr gut. Wie gesagt, hätte ich das gewusst, dass das so viele Ressourcen schluckt, hätte ich das nicht so gebaut. Definitiv nicht. Aber das habe ich halt ein bisschen unterschätzt. Ne? Naja, was willst du machen? Seht ihr? Da haben wir noch einen. Ich muss mal schauen, haben wir hier ein bisschen Glas? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Na, ich glaube, ganz fertig werden wir nicht. Ganz fertig werden wir wohl nicht. So, ich tue das mal hier zurück. Ja, auf alle Fälle haben wir noch ein paar Schrauben. Das ist ja schon mal was. Wir gehen mal drüben schauen, ob wir hier noch ein bisschen was durchjagen können. Ja, das ist doch was. Ups. So.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, nochmal 110 Stück. So, ich hole mal ein bisschen Glas. Hoffe ich, dass da noch was durchgelaufen ist. Wunderbar. Ja, ob das jetzt schön und zweckmäßig ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde, manche Teile sind vielleicht richtig gut gelungen. Manche Teile bedürfen der Überarbeitung. Das sehe ich dann auch so. Aber das wäre dann der Feinschliff irgendwann mal vielleicht. Und ja, bis dahin müssen wir das halt so nehmen, wie es ist. Ne? So, ich gehe mal hinten schauen. Hier hat man ja auch noch den einen oder anderen Extraktor. Vielleicht können wir hier ein bisschen Sand extra machen. Der ist voll. Das ist schade. So, das. Das. Dann schauen wir mal hier rein. Ne, den nicht. Aber die zwei. Den können wir vielleicht hier rein tun. Genau, so läuft das. Wunderbar. So, hatte ich das jetzt hier alles voll? Nee. Dann mache ich die noch dazu. Wunderbar. Ich werde mal hier drüben die abfarmen jetzt, weil wir haben ja hier noch... Oh, das Hühnchen. Nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und dann würde ich sagen, ich nehme davon einfach was mit rüber. Und mache mir drüben noch ein bisschen Sand Silber. Na, da geht es ein bisschen schneller, sag ich mal. Ich sag mal, wir haben so genug jetzt, dass wir da jetzt nicht auf die Steine achten müssen. Na. Ich habe auch schon einen Extraktor abgerissen drüben. Ja. Ich denke, dass mir das dann auch reicht und vielleicht auch dann zu viel ist. Ja. Ich denke, die vier Stück, die wir hier drüben haben, die werden dann ihr Übriges tun. So, wunderbar. Hat er gemacht. Könnte hier drüben schon was fertig sein? Können wir wieder nachlegen? Schöne Sache. So, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich weiß. Was hast du denn? Willst du was trinken? Ja, was essen willst du vielleicht auch, ne? Ja, die Kohle ist schon wieder runtergebrannt. Hab gar keine mehr. Drüben habe ich noch welche. Ja, müssen wir noch mal schauen. So, da würde ich sagen, ich verbaue das noch hier. Schwuppdiwupps, sehr gut. Das hat gerade so gepasst, glaube ich. Und ja, dann sind wir auch von der Zeit schon wieder ran, dass wir die Folge beenden können. So, haben wir denn jetzt hier noch was? Hier. So, und vielleicht haben wir Glück und kriegen das Fenster hier zu, aber ich glaube, es wird nicht reichen. Ja. Zwei Elemente kriegen wir, glaube ich, noch hin. Neun Glas, also die kriegen wir auf alle Fälle noch hin und noch ein Metall. Das wird ja wohl, also hier ein Stahl, meine ich. Ein Stahl, wirklich bloß ein Stahl? Ja. Also 9 Glas, die machen wir jetzt noch. Ich gucke nochmal hier in alle Kisten. Vielleicht habe ich nämlich mal irgendwo was verkehrt rum reingeräumt. Das kann ja auch mal sein. Aus Gründen der... Ich muss das mal schnell ablegen. Ja, das haben wir ja auch mal ab und zu. Das sind alles Eisenbrocken, da brauche ich nicht reinschauen. Hier sind Ziegel. Glas haben wir da nichts mehr. Gut. Okay, kriegen wir hin, kleinen. Kein Problem. Kein Problem, das kriegen wir alles hin. Hütchen. So, füllen wir das mal auf. Füllen wir das auf. Ja, ich weiß, wir sind schon wieder müde. Kein Problem. Können wir auch alles handeln. So, da haben wir noch ein paar Glas und da kriegt man das vielleicht sogar hin. 9 Glas, das sollte man hinkriegen.
Das passt. Dann stellen wir das heute noch fertig. Und ich glaube, unser Glasproblem ist gerade gelöst worden. So. Ja, ich glaube, da haben wir das, was wir wollten. Haben wir. Dann lass uns mal hochgehen. Wir schauen nochmal nach dem Rechten. Schwuppdiwupps, da haben wir nichts mehr drin. Stahl haben wir noch. So, Stahl braucht man, glaube ich, aber nicht mehr. Na, gehen wir ran hier. Ja, und unser Dach ist, na gut, fast fertig. Fast fertig, nein, es fehlen zwei. Gut, wir haben unten noch was. Ich würde das dann hier einfach zumachen und hier wird man jetzt noch zwei Elemente drauf machen. Ich frage mich gerade, ob das trotzdem schon funktioniert. Ja, das funktioniert. Schön, dreh mal. Das ist ja cool. Schön. Ja, ich komme hier leider nicht runter. Das mache ich mal so. Wie gesagt, das stellen wir jetzt noch fertig. Ich glaube, so viel können wir da nicht mehr haben, dass wir da... Und ich hoffe, dass die 11 Elemente... Ne, die werden nicht reichen. Die 11 Elemente werden nicht reichen. Ich hole jetzt nochmal schnell Steine. Wir machen nochmal schnell was. Ich will das jetzt noch wissen. Komm, das machen wir noch. Dann ist das Gebäude endgültig abgeschlossen. Und unser tierischer Bau hat ein Ende gefunden. So, komm. Das mache ich jetzt drüben selber noch schnell. Mal umwandeln an der Werkbank. Ja, ja, ich weiß. Ist mir jetzt egal. Das sind vielleicht 8, 16, 24. Ja, wird eine enge Geschichte, ne? Wird eine enge Geschichte. So, erstmal die hier rein. So, wunderbar. So, ich gehe trotzdem nochmal schnell die drüben holen. Ja, wie gesagt, wir werden dann auch hier drüben das dann mehr oder weniger einstellen. Wir werden den Schredder dann auch mal nach drüben verschieben. Na, das muss ja dann irgendwann mal sein. So, mehr ist leider nicht. Ach, weißt du was? Halt. So, die nehme ich noch mit. Die wandeln wir noch schnell um. In Glas, das machen wir doch schnell. Und dann bringen wir das Gebäude jetzt zum Abschluss. Jetzt, hier und heute machen wir das so. Und das ist ein bisschen viel vielleicht. Ja. Ich muss mal schauen, wie es denn geht. Vielleicht muss ich gleich mal was essen. Und weißt du, was wir jetzt machen? Zur Krönung des Tages. Wo ist es? Hier. Na, zeige ich das nochmal mit der Ration. Ihr nehmt die Ration ganz einfach und essen. Und jetzt schaut mal hinten auf die Werte. Kling, 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 kling. Die drei Dinge sind nach oben gegangen. Sonnenschutz, Wasser und Leben. Ne? Ihr seht es. Gut, das sehen wir jetzt nicht ganz hier. Ja, aber der Sonnenschutz ist sofort nachgezogen, weil wir im Schatten sind. Aber so ist es. Und so funktioniert es. Und das ist eigentlich das Geniale. Und ja, schöne Sache auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Ja. Ja. Okay, ich probiere es mal derweile oben. Wir machen das mal und hoffen, dass das jetzt passt. So, ich fange von hier an. Ich sehe gerade, uns fehlt ja eigentlich noch was. Was fehlt denn uns? Glas? Wow, 15 Glas? 15 Glas fehlen uns. 15 Glas und oben die Etage fehlt auch noch. Na, ich glaube, da kriegen wir es wohl doch nicht fertig, oder? Na, wir schauen mal. Wie gesagt, wenn das hier dann beleuchtet ist, ist das dann nicht mehr das Problem, ne? Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. So, also am besten gefällt mir die Küche bis jetzt. Ja, hinten die Schmiedeecke, die wir jetzt gebaut haben, hier die Schmelzecke, die ist auch nicht schlecht geworden. Ja. Weißt du was? Dann wird die Folge heute ein paar Minuten länger. Wir bringen das zu Ende heute, definitiv. Und da wird auch nicht diskutiert, ne? Ich will heute das Gebäude fertig haben. Ja, das heißt für mich,
dass man wahrscheinlich dann doch irgendwann mal so einen zweiten Crusher braucht, so einen Steinkrascher. Stein zerkleinerer, Steinmühle. Ja, aber an und für sich geht es auch so. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe hier 11 Stück. Ich bräuchte oben nochmal 30. Nochmal 40 Stück oben bräuchte ich nochmal. Wow. Ehrlich? Wir machen das trotzdem jetzt, ist mir egal. Ist egal, wie lang die Folge wird. Ich habe drüben noch auch noch die Kiste. Die habe ich da auch noch. Ach, die hätte ich nehmen können. Die wollte ich mir doch heute sowieso an die Werkbank rüberstellen. Das habe ich total vergessen. Ich habe da hier die Kiste auch noch. Die ist da auch voll. Glaube ich. War das nicht so? Ach nee, die hatte ich rüber geschafft. Das war die. Okay. Gut, dann ist das so. Na gut, dann machen wir das mal. Aber da haben wir heute ein Ziel. Das Haus wird heute fertig. So wie es in den Mauern stehen soll mit Glas und Stahl. Und ja. Super Sache. Nägel haben wir auch genug. Stahl haben wir genug. Also Stahlbarren. Da könnte es sogar sein, dass wir vielleicht noch mit den Stahlbarren, das wird nicht ganz reichen, aber dass wir einen Großteil des Zaunes noch fertigstellen können. Ne? So. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ja, ich muss mal nur die Kisten erreichen, da kann ich was ausladen. Was, das machen wir gleich mal hier. Das nicht. So, das sollte schon reichen. Ist nicht die richtige Kiste, aber wir machen das sowieso nochmal alles schön da drüben. Und dann ist es das. So, wunderbar. Jetzt muss ich bloß mal schauen, dass wir hier nicht an Brennmaterial ausgehen. So, wunderbar. Zehn, 20, 30, 40. Das ist das für das obere Stockwerk. Und hier unten brauchte ich noch 15. Wir haben 13. Das könnte gerade ein bisschen knapp werden, ne? Ich gehe nochmal hier drüben schauen. Eine Hand hätte ich schon noch voll. Das wäre echt nicht schlecht, ne? Und das wird reichen, um unser Domizil fertigzustellen. Ich muss bloß oben das noch setzen. Und dann geht's los.
auch gleich soweit fertig. So, das nehme ich mit. Ist ein bisschen viel. Jo, das reicht. Okay. Fangen wir schon mal an mit dem unteren. Ach, hier kommen wir nicht mehr raus. Hast du schon wieder Durst? Hm? Oh, ich habe kein Wasser mehr. Warte mal, da müssen wir mal ganz schnell in die Küche. So läuft das. Halt, ich muss an die Etage hoch. Ja, auch mit einer Treppe, ne, ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber ist okay. Ist okay. Dann nutzen wir wenigstens das ganze Haus mal, ne? So, sehr schön. Das haben wir fertig. Dann können wir. Ups, hier ist eine Glasscheibe. Dann können wir hochgehen. Dieses Gebäude erinnert mich immer an den Film Das Glashaus, ne? Mit diesen Geister da drin. Ja. Nur wer ist hier der Geist? Gut, ich gehe mal nach oben, zeichne das an und dann sind wir wirklich mit dem Haus fertig. Ich halte es nicht aus, wir haben es geschafft. Was ist denn das hier? Achso. So, also die letzten Wände werden gesetzt. Einmal Wände, einmal hier eckig. Zweimal eckig, so haben wir. Und zweimal Dach. So, Decken diese hier. Und diese hier. Sehr schön. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Es ist geschafft. Gebäude ist fertig. Wahnsinn. So wie es ungefähr sein soll. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wegen vielleicht so ein paar Raumteile oder sowas hier. So ein paar halbe Wände. Dass es ein bisschen schön ist. Eine Couch. Tische, Ledersessel, Teppiche, also was in der Richtung. Ne? Man kann sogar hier in die Küche gucken, was die Chefin kocht da unten. Ja, da denke ich gerade so an den Kürbiskuchen, der mir versprochen wurde. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache. Gut, gefällt mir. Etwas lang, etwas überlang vielleicht, aber wir sind mit dem Haus fertig und das war heute entscheidend. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, will euch nicht länger aufhalten. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Es ist ja nun schon Wochenmitte, also wir haben den Höhepunkt erreicht der Woche. Ja, die Hälfte ist geschafft. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier gerne wieder. Macht's gut, ciao, ciao und auf bald.